Weißt du, was der Quitters Day ist? Das darf sie nicht sagen, das ist eine offizielle Polizeiangelegenheit. Ich wusste das auch nicht. Ich glaube, das ist so der 16. Januar oder so. Muss nochmal nachgucken. Auf jeden Fall am Quitters Day, quit, aufhören, aufgeben, geben die meisten Menschen ihre Neujahrsvorsätze wieder auf. Das sind gerade mal 2 Wochen. 2 Wochen lang arbeiten die Menschen daran, dass sie möglicherweise mehr in ihrem Leben erreichen wollen. So, Damien, Freund von mir, hat eine große Vertriebsorganisation. Und der hat gesagt, komm, wir tun was, dass die Leute stark in das Jahr reinstarten und dass sie auch lange dranbleiben und da erfolgreich durchgehen. Oh, ich krieg ein... Das ist übrigens Damien. Darf ich das ganz kurz mal live überreichen? Ja, genau. Wenn man Dirk Kräuter ist, da macht man sich nicht seine eigene heiße Schokolade. Da kommt die geliefert an den Drehort. Viel Spaß, weiter zuschauen. Okay, Damien hat für seine Vertriebsorganisation gesagt, hey, wir machen ein Kick-Off. Einen Tag, es sind 9 Redner, das Ganze auch digital, dass einfach auch alle erreicht werden. Heute ist dieser Tag, 7. Januar und zum Teil sind die Leute remote zugeschaltet, zum Teil gibt es Aufzeichnungen und zum Teil sind wir halt live hier bei ihm. Er hat hier ein eigenes Tonstudio, Videostudio und das nutzen wir für diesen Livestream. Und es sind mehrere 100 Teilnehmer dabei. Ja, und das Thema ist, wie schaffst du es, dass du dir die richtigen Ziele setzt und dass du diese Ziele dann auch wirklich das ganze Jahr durchhältst und dann entsprechend auch erreichst. Den kompletten Vortrag gibt es natürlich jetzt nicht von mir. Der ging 1 Stunde, aber ein paar Ausschnitte daraus haben wir jetzt. Und deshalb wünsche ich euch viel Spaß mit den Ausschnitten aus dem Vortrag. Über 400.000 Mal verkauft. Im Juli 2018 dann ein Guinness World Record Eintrag für das größte Sales Training der Welt. Im Dezember 2019 dann über 40.000 Teilnehmern auf seinen Seminaren, das Ganze dann nochmal gesteigert und im Dezember 2020 über 10 Millionen Umsatz, im Jahr danach sogar über 20 Millionen Euro Umsatz. Also meine Lieben, ihr habt hier einen absoluten Experten zum Thema Vertrieb, zum Thema Verkauf. Lasst den Chat explodieren. Hier ist für euch Vertriebsprofi Nummer 1, Dirk Kräuter. Was macht uns Menschen glücklich? Immer dann, wenn wir ein großes Problem haben und wir lösen dieses Problem aus eigener Kraft, dann haben wir den höchsten Ausstoß an Glückshormonen. Und übrigens, das brauchen wir auch, um unser Selbstvertrauen, unser Selbstbewusstsein aufzubauen. Deshalb sagt man ja zum Beispiel in der Kindererziehung, Nein aus Liebe. Du hilfst deinem Kind nicht, du lässt dein Kind das selber machen. Weil wenn es das selber macht und schafft und dann am Ende möglicherweise dafür eine gute Note bekommt oder Lob und Anerkennung bekommt, dann fühlt sich das Kind extrem gut. Und es zahlt auf das Selbstvertrauen ein. Und wenn wir als Eltern Kinder haben wollen mit einem großen Selbstvertrauen, und das brauchen sie in dieser Welt, die wir da draußen gerade haben, dann lässt du sie Probleme selber lösen. Also nicht das, was viele sagen, lieber Gott, gib mir weniger Probleme. Nein, es geht nicht darum, weniger Probleme zu haben, sondern es geht darum, lieber Gott, gib mir bessere, mehr Fähigkeiten, diese Probleme, die ich da habe, zu lösen. Und je häufiger ich solche Probleme löse, aus eigener Kraft, desto mehr Selbstvertrauen, desto mehr Selbstbewusstsein und desto erfolgreicher werde ich. Und desto mehr Glückshormone sammle ich auf diesem Weg ein. Ein anderes Wort für Probleme ist Ziele. Ziele sind künstliche Probleme. Wenn du dir ein Ziel setzt, dann ist das ein künstliches Problem. Und wenn du das aus eigener Kraft schaffst, wow, Glückshormone und mehr Selbstvertrauen. Du hast Ziele, du visualisierst sie
Du arbeitest da immer dran, aber was fehlt ist, wie sind die Schritte, um das zu erreichen? Wenn du die nicht hast, dann kannst du dir alles Mögliche wünschen. Das wird nichts. Man geht nicht raus und hat ein tolles Leben. Man geht raus und macht sich ein tolles Leben. Man geht nicht raus und hat Erfolg. Man geht raus und macht sich den Erfolg. Okay, bleiben wir mal bei dem Thema große Ziele. Robin, wie viele Liegestütze würdest du jetzt astrein schaffen? 60? Nee. Du musst jetzt sagen 20. 20? 20. Nee, 20. Mach mal 20. Meinst du 20? Ja, gut. So, 20 Stück? Ja. Ihr dürft einen virtuellen Applaus geben dem Robin. 20 Stück, vielen Dank. Okay. Ich mach 100. 100? 100. Bin gespannt. So, 30. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Robin? Dankeschön. So. Wessen Leistung ist besser zu bewerten? Robin hat gesagt, er macht 20. Also ich habe ihm gesagt, er soll 20 machen. Ja, 20. Und die 20 hat er auch gemacht. Ich habe gesagt, 100. Und ich habe nur 30 gemacht. Wessen Leistung ist besser zu bewerten? Die meisten setzen Ziele so, dass sie sagen, das muss erreichbar sein. Ich setze 20 und die 20 liefere ich ab. Astrein. Ich habe gesagt 100. Und ich habe die 100 nicht geschafft. Ich habe gerade mal 30 geschafft. Ich habe 30% geschafft von meinem Ziel. Zielerreichungsgrad 30%. Und jetzt wird jeder im deutschen Kulturkreis sagen, nee, der Robin hat 100% Zielerreichung. Und der Robin hat das richtig gemacht. Der hat sich nicht überschätzt. Der hat gesagt 20 und hat die 20 auch geliefert. Dirk, Angeber, 100 gesagt, 30 nur geschafft. Nur 30 geschafft? Geht gar nicht. Faktisch habe ich aber 50% mehr gemacht als Robin. Faktisch habe ich 30 Stück gemacht, er 20. Hört auf, euch Ziele zu setzen, die ja auch von denen ihr wisst, dass ihr sie auch erreicht. Das ist Bullshit. Hütet euch vor kleinen Zielen. Hütet euch vor realistischen Zielen. Setzt euch in Anführungszeichen unrealistische Ziele. Habt einen Plan. Sich nur hinsetzen und einen feuchten Traum haben und zu sagen, ja, jetzt mache ich, das wird nicht funktionieren. Das ist Unsinn. Hört auf mit realistischen Zielen. Setzt euch große Ziele. Große Ziele setzen Energie frei. Setzen ein anderes Denken frei. So, ich stehe immer noch hier mit meinem Kakao. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich werde Daniel verlinken. Und jetzt muss ich noch was zeigen. Ne? Was zeigen wir denn? Ah ja, es gibt ein mega, mega, mega gutes Video zum Thema Ziele. Das ist, glaube ich, 2 Jahre alt, aber das ist zeitlos. Das findest du hier. Und wir haben einen Online-Kurs zum Thema Fokus und Ziele erreichen. Den findest du hier.